Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Community gegen den Rest der Welt. Heute gibt es, ja, unerwartet, glaube ich, für die meisten eine Runde League of Legends. Eigentlich hätte GDR kommen müssen, aber ich mache es jetzt in Zukunft so, dass ich mich gerade, was Gaming anbelangt, danach richte, worauf ich gerade Bock habe. Und ich habe unheimlich Lust auf eine Runde Mordekaiser in der Toplane. Ansonsten, jeden dritten Tag Minimum habt ihr den Vlog. Und ihr habt natürlich auch regelmäßig die Reaktionsvideos, denn das sind Sachen, die mir gerade richtig Spaß machen, die sich toll entwickeln, wo ich auch wirklich konstruktiv und auch super mit euch interagieren kann. Und eine Sache muss ich jetzt doch nochmal kurz erwähnen. Hier, yo, wäre nice, wenn meine Freundin Jessie. Jessie, ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Ich weiß zwar nicht, was der Junge für Mist gebaut hat, vielleicht kannst du nochmal verzeihen. Musst du selber wissen, ich kann das nicht beurteilen. Es gibt auch Mist, den man tatsächlich nicht verzeiht. Aber genau, jetzt zu Mordekaiser in der Toplane mit Storm Raider Search. Das heißt, ich möchte natürlich richtig in Fahrt kommen. Und wenn ich in Fahrt bin, dann, ja, Gnade den Gegnern Gott, denn ein Mordekaiser, der in Fahrt ist, willst du nicht erleben. Denn das ist natürlich das Einzige, was Mordekaiser, kann man so sagen, fehlt. Die Geschwindigkeit. Wenn er sie aber durch diese Keystone Mastery bekommt und das Ganze noch mit Exhaust koppelt, dann ist das natürlich super stark. Ja, und hier das Schild, das sehen wir, ne? Es blockt schön ein bisschen was. Und sie kassiert noch einen. Komm. Yes! Sie hat trotzdem gut Damage gemacht. Was geht ab bei ihr? Und ich habe Storm Raider Search gehabt, zum Glück. Zack. Nice. So, ich muss jetzt ein bisschen mehr mit dem Schild arbeiten. Das ist jetzt echt wichtig. Hup. Und wieder das Schild. Genau, solange ich das Schild habe, geht ihr Poke ins Leere. Genauso soll es ja sein. Sie ist Level 3. Ich bin Level 2, aber gegen das... Das Schild sollte sie nicht ankommen. Yes, wieder Schild. Und sie hat sogar den Dicken verpasst. Ja, läuft perfekt. Das Schild von Mordekaiser. Also in gewisser Weise erinnert er mich da ein bisschen an Trundle. Der sich auch vernünftig regenerieren kann. Eben dank seiner Passiven. Bei Mordekaiser ist es das Schild und die Ulti. Auch bei Trundle tickt die wie verrückt. Bei Mordekaiser tickt sie auch ordentlich. So, ich habe jetzt erstmal den Ward weggenommen. Können wir aber schon vorstellen, dass Lee nochmal vorhat, vorbeizukommen. Oh, krieg ich sie nicht? Ich krieg sie nicht. Da, ich krieg sie nicht. Und sie will es jetzt nochmal... Oh, und sie wollte es jetzt nochmal wissen. Shit. Ich habe es ein bisschen selber unterschätzt. Ich hätte da nach vorne gehen können. Hätte ich wirklich machen können. Oh, nein. Komm, mein Schild. Und er müsste tot sein. Ja. Nice. Dafür, dass ich jetzt hier den Kill bekommen habe und sie nicht mal einen Support, hat sich das Ganze doch schon wieder gelohnt. Für mich, Hextech Protobelt finde ich auch nicht optimal. Ist natürlich schön mit dem Gap Closer. Der fehlt einem Mordekaiser. Aber ich liebe es, den Gegner mit dem Hextech Gunblade ein bisschen die Geschwindigkeit zu klauen. Das macht Spaß. Ich kann aber immer noch entscheiden, ob ich jetzt das eine oder das andere baue. Schön, Akali ist jetzt auch drauf gegangen. Ich skille auf jeden Fall als erstes die E hoch. Ich will die Range. Außerdem hier wunderbares Schild, das ich bekomme. Und ihr habt es jetzt gesehen, der komplette Poke von ihr geht komplett in die Hose. Richtig. Und so macht Spaß. Und wenn ich das jetzt noch hier kombiniere, Storm Raider Search, das hat auch mit Exhaust, okay. Vielleicht hätte mich der Lee sogar dann nicht getötet, hätte ich Exhaust auf ihm gezündet. Aber immerhin habe ich ihn schön mitgerissen. 17 CS zu, wie viel hat sie? 16, okay. Es funktioniert also. Aber dieser Champion funktioniert auch. Man muss ihn vielleicht ein paar Mal gespielt haben. Nicht aufgrund seines komplexen Kits, sondern einfach aufgrund dessen, dass man ihn richtig einschätzen muss. Ich glaube nicht, dass das... Man kann auch leicht von diesem Champion enttäuscht sein. Also der macht sehr viel Schaden. Wirklich, das ist eine richtig fette Portion, die da raushaut. Aber dafür muss er eben an dem Gegner dran sein. Und wie, deshalb halt auch Exhaust. Deshalb halt auch... Storm Raider Search. Ey, was ist los? Ja komm, geh doch ran! Ja, jetzt. Super. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Es steht 5 zu 3. Botlane. Botlane. Botlane hart am Verlieren. Okay. Ah, schade. Dass sie Dani nochmal erwischt hat. Das ist schade.
Guckt euch das Schild an, wie es sich die ganze Zeit auflädt. Und inzwischen tut ihr sogar. Inzwischen tut ihr sogar meine. Oh, meine E alleine richtig weh. Und jetzt habe ich noch die Ulti. Oh, da fehlt mir überhaupt nicht viel. Und bumm. Die müsste weg sein. Die müsste. Das würde mich wundern. Richtig. Und da habe ich ihre Seele. Komm ran an mein Zitzerle. Ja, sauber, ey. Und dann kann auch ein Mordekaiser anfangen, richtig zu pushen. Wenn er halt hier mit einem Champion, mit einer Champion-Seele unterwegs ist. Denn komplett ihre On-Hit-Effekte, ihren Schaden, das nimmt man alles komplett mit. So, hallo, hallo Mäuschen. Ey, das macht Spaß, ne? Es ist richtig widerliches Zoning für sie. Ich brauche jetzt trotzdem den Ward, weil... Ah ne, okay, Lee ist Bot. Ja, der Leader macht den besten Job bei den Gegnern. Okay, ich bin ein bisschen weak. Muss hier aufpassen. Boah, Lee mit einem Double Kill. Was ist bei dem los? Oh, hier muss ich dann aufpassen. Ah, wenn ich mir eine E verhaue, das ist so ein bisschen das Zeitfenster, wo sie reingehen kann. Sie hat ihre Ulti in voller Pracht. Hopp. Okay, sie will es wissen. Oh, gut, dass sie da rausgegangen ist. Verdammt! Verdammt! Wie geil hat sie das gemacht. Nicht nur, dass sie rausgegangen ist... Dass sie dann... Ah, was für eine Distanz das war, mein lieber Scholli. Richtig schön mit allen ihren Mitteln gearbeitet. Ich gönne mir... ich gönne mir auch Schuhe. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Beweglichkeit braucht dieser Champion. Vision Ward, vielleicht noch einen Trank. Und dann bin ich eigentlich ordentlich. Ich hatte halt nichts parat. Ne? Das ist das Problem. Meine Q war raus. Meine Ulti war nicht da. Das heißt, viele Mittel, wo ich immer wieder das Schild auch ein bisschen refreshen kann. War nicht da. Wir haben einen Darius in der Mitte. Wie geil ist das denn? Gegen Yasuo, das funktioniert. Gegen Yasuo, ich muss das hier mal vielleicht ein bisschen alles richtig ordnen. 0-3. Zum Glück kriegt sie den CS hier gleichmäßig hin. Okay, ich habe jetzt meine Ulti. Ich habe alles ready. Ich muss es halt auch gut timen. Und auch das ist das, was ich meinte. Hey, man muss Mordekaiser ein bisschen kennenlernen. Man muss einfach wissen, dass die Q auch eine lange Abklingzeit hat. Und wenn dann so ein Nahkämpfer nach eurer Q reingeht... Dann könnt ihr richtig schnell genutzt sein, ne? So, Akali mit einem Kill, ich mit zweien. Vom CS bin ich vorne, also ich müsste sie im 1v1 auf jeden Fall besiegen können. Ah, sie ist unten, okay? Und jetzt geswitcht oder was? Okay. Wow. 4 Kills. Ne, 3 Kills. Heftig. Und der müsste tot sein, oder? Boah, mein... Aber sauber. 2 gegen 1. Aber den Yasuo habe ich halt richtig schnell weggefetzt. Das hat er einfach nicht erwartet. Und er wird auch ein bisschen AD. Na, hat er ein bisschen AD. Geht. Mein Schild ist voll, ne? Hm, da ist er. Mit wie vielen Leben? Verdammt. Ah, okay. Ja, ich kann nichts machen, ne? Scheiße. Auch genau, habe ich schon wieder vom Timing nicht richtig aufgepasst. Das genau, ich wollte ihn ja fighten. Ich wollte, dass der Yasuo Geist seine Q abfängt. Hätte ich schon wieder auch eine Chance gehabt.
Das war genau diese letzte unlucky Sekunde. Da hätte ich einfach abhauen können. Na gut, war mein Fehler. Aber 3-3, die Power von Mordekaiser. Exhaust in 20 Sekunden. Storm Raiders. Man kann natürlich auch anders spielen, ne? Ich finde es auch überhaupt nicht Oh, ganz schön gemacht. Ja, ganz schön gemacht. Muss ja nur die Combo nochmal gleich treffen. Das würde ich mir gerne nochmal... Er geht nicht hinterher. Und das trotz Ulti. Das finde ich interessant. Okay, Akali ist jetzt in die Mitte gegangen. Ich glaube aber nicht, dass die gegen Darius bessere Spiel hat. Eventuell, gut, er hat sich ein bisschen Rüstung gegönnt. Da ist Akali natürlich besser dran. Oh! Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Der Kick und der und die Q. Sauber. Ja, der Yasuo macht ein paar Fehler, muss man sagen. Trotzdem ein sehr Late-Game-starker Champion, der mich auch noch, der kann mich knacken. 3-3. Akali jetzt mit 3-2. Ich würde auch gerne endlich mal den Tower einpushen. Vielleicht, dass ich mal woanders hingehen kann. Wow. Der Lee scheint so einen geilen Job gemacht zu haben, dass die Botlane jetzt... Die Bot ist komplett... Aber 16-11, das können wir noch schaffen. Wir haben schon ganz andere Dinger gedreht. Will das jetzt wissen? Da fehlt nicht mehr viel. Ich habe aber trotzdem Angst. Genau, wenn mich jetzt hier einer überrascht, der liest hin. Ich weiß halt nicht, wo er ist, ne? Okay, Tower gehört mir. So, Yasuo, was machen wir jetzt? Oh, komm. Huh! Warum dieser Schaden, ey? Akali ist brutal. Ist aber genau dasselbe. Ich hab... den Kill bekommen, aber auf Yasuo und dafür hat Akali einen Kill bekommen. Ob das jetzt so worth it war? Magiedurchdringungsschuhe und für mich, also wenn man sich hier entweder für das Gunblade oder das Protobelt entschieden hat, danach muss man auf jeden Fall auf das Rears Crystal Scepter gehen. Diese Kombination an Items, Crystal Scepter, Liandry's, Banshees, muss meiner Meinung nach auf Mordekaiser sein. Trotzdem noch einen Trank mitnehmen. So, das Item hier richtig positionieren. 17 zu 12. Yasuo zerstört, Tower gehört. Oh! Was passiert hier? Oh Gott. Oh Gott. Doch, da können sie zusammen ranziehen. Ranziehen! Oh, die hat er doch. Die hat er nicht. Und doch, bumm. Und den nächsten. Yes, und den nächsten. Hast du, Darius. Noch ein Autotech und bumm. Kann er nicht? Hat er den? Nein, der ist weg. Der ist wirklich weg. Darius wird greedy. Nein, dafür ist er tot. Please. Nein! Oh Mann, und die Botlane, gut, die Botlane, ich weiß nicht, ob es an den Spielern liegt oder, aber die kann da nichts machen. Shit. Oder ob es eben an dem Lee liegt, der so einen fantastischen Job gemacht hat. Schade, ey. Aber immerhin 2 Kills. Aber eine fette Xayah. Das wird nicht einfach. Er sollte Darius hinbekommen. Akali ist aber eine Wucht, ne? Also gegen sie zu spielen hasse ich. Sie selber zu spielen ist aber, es fühlt sich gut an. Und Darius ist tot. Warum? Weil Lee noch da war.
Also der Lee bewegt sich immer so schnell wie möglich. Also dorthin, wo ein Fight läuft. Genau, und unser Lee ist, sag ich mal, da ein bisschen langsamer, aber ja, der gegnerische Lee scheint einfach echt, das scheint ein Tip-Top-Lee zu sein, ne? Manchmal läuft es halt auch einfach ein bisschen geschmeidiger. Ja, genau, der spielt auch echt gut, muss man ihm lassen. Dann ist das so, dann kann man auch einen Daumen hoch für den gegnerischen Lee geben. Boah, geil. Das war eine schöne Ulti. Oh, komm, Bro. Ist doch nicht dein Ernst. Yes. Schön gesandwiched mit der Seele von Yasuo. Ja, das war doch ein ganz anständiger Move. Ah, fuck. Die Yasuo-Seele. Wie geil. 24-17. Come on, Community. Einfach nur zusammenreißen und rasieren. Ne? Mit der Yasuo-Seele. Wie lange hält die noch? Sie hält noch. Sie hält noch. Schön. Der Drake ist auch wichtig. Wupp. Wenn wir noch mal eine kleine Ecke schneller sind. Oh, wir können doch. Wollte keiner. Wollte. Wir haben doch den Drake. Leute. Richtig so. Bumm. Der Drache, Junge. Wenn man den Drachen hat, muss man Attacke machen. Es geht nicht anders. Der Drache ist einfach zu geil. Yes. Tower für uns. Ja, wir machen weiter. Wir machen weiter, Freunde. Das ist jetzt unsere Buschphase hier. Die Buschphase. Das ist klar hier. An dem Drake kommt kein Mensch vorbei. Hier, Leute. Weiter geht's, der Drake kann tanken. Das ist ein Weltmeister im Tanken. Guck dir das an, wie weit wir gekommen sind. Herrlich oder herrlich? Wir sind zu fünft. Sie wollen nochmal rein, ist das so? Okay, Drake hat sich bei uns aktiviert. Schöner Versuch von Thresh, hier den Grabscher rauszuziehen. Okay, ich denke, sie wird jumpen. Dann werde ich reingehen. Ja, haben wir. Yo, und seine Seele. Und sie ist exhausted. Hab ich sie... Ich denke, ich habe sie gut exhausted. Jetzt werden sie richtig vernichtet. Komm schon. Kriegen wir irgendwo CC raus? Nein. Aber der Inhibitor gehört trotzdem uns. Hier, Leute, direkt hier ran. Boom, Inhibitor gehört uns. Junge, das ist diese Mordekaiser-Power. Aber auch der Grabscher von Thresh. Das macht Spaß natürlich, mit solchen Leuten zu spielen. Herrlich, 20. Minute Inhibitor. Oh ja, stark. Stark, zu gierig. Zu lange da geblieben. Ich hoffe, Miss Fortune kommt weg, glaube ich aber nicht. Nee, so nicht, okay. Schade. Heal? Der kam nicht schlecht. Hm? Ja, hat verfehlt. Und damit lässt danach sauber. Gut, Rhea's Crystal Scepter. Genau der CC, den ich jetzt gerade gebraucht habe. Denn mit jeder E slow ich schön den Gegner. Das muss einfach sein. Vorsicht, Miss Fortune. Lee kommt zu dir. Er wird seine Ulti haben. Also sie ist ein ziemlicher Q-Ulti-One-Shot. Okay, aber er ist nicht schnell genug. Perfekt. Gutes Spiel. Das war jetzt eine sehr, sehr schöne Aktion. Ah, okay. Ich dachte, das war für die Miss Fortune. Oh, schade. Oh, schade. Gut, wenn wir zu fünf bleiben, das scheint ein bisschen zu funktionieren. Das Exhaust auf Xayah war natürlich auch schön. Auch schnell. Wie geil der Yasuo auch tot war. Dadurch hatten wir natürlich ein Spiel hier 6 gegen...
Na, okay, die kriege ich nicht mehr. Oh, schön. Guckt euch das an. Die Ornith-Effekte, das meine ich. Raven ist Hydra, richtig? Nee, Tiamat bisher, okay. Mit dem Lee fühle ich mich natürlich sehr stark. Ein 11-3 Lee. Wie viel AD hat das Ding? 280. Top. Ja, das ist geil, ne? Jetzt müssten sie ja gegen 2 ankommen. Der Tower sollte dahin schmelzen. Okay, komm, Baby. Oh, scheiße. Reicht es? Oh Gott, es reicht. Ey, habe ich ehrlich gesagt selber nicht hundertprozentig dran geglaubt. Hammermäßig. Was für eine Power da drin steckt in diesem Helden. 850 kriege ich zusammen. Brauche ich auch nicht den Trank verkaufen, den kann ich mir noch aufheben. Dieser dritte Auto-Attack dann. Wahnsinnige Stärke. Akali ist tot, das ist auch super. Akali gegen Mordekaiser. Frage ich natürlich, was ist Mehrwert? Ich bin insgesamt ein bisschen gefeedeter. Aber sie ist auch ganz, ganz gefährlich. Drake in 50 Sekunden würde ich natürlich super gerne mitnehmen. Dann können wir wieder mit dem Drake pushen. Darius. Was geht da? Was geht da? Ist das die Akali? Ja. Das würde ich mir sogar gerne angucken. Ich glaube, er hat gute Chancen. Okay. Oh, Darius! Der mit seiner Greediness, Alter. Der kann es nicht lassen, der Typ. Er kann es nicht lassen. Natürlich stirbt er. Diese Greediness. Zum zweiten Mal wird sie bestraft. Voll in den Tower rein. Kein Respekt und keine Rücksicht auf gar nichts. Oh, Yasuo. Oh, er ist tot. Er müsste tot sein, oder? Würde mich wundern. Was macht er jetzt? Miss Fortune hat ja eigentlich den Slow. Ah, okay. Da war aber noch der Lee. Würde mich wundern, wenn der Yasuo überlebt. Oh, Teamfight, Teamfight, Teamfight. Ich bin da, ich bin da. Schön. Super. Super Treffer. Ich gucke mal, ob er hier... Wo will sich der Lee schützen? Der war doch noch da, oder nicht? Ja, ja, Drake. Oh, ich komme. Ich komme. Wartet, 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 wartet. So habe ich leider keine Drachenseele. Aber so habe ich die Seele von Lee. Okay, komm dann hier. Komm, dann lass uns mal wieder hier richtig durchpushen, ey. Ja, ist richtig, wäre der Lee nicht da gewesen. Aber so musste natürlich der Drake auch schnell secured werden. Das ist klar. Ah, es ist schon geil. Also wenn Mordekaiser mal ins Rollen kommt, ist es auch so ein typischer Disrespect-Champion. Okay, ich brauche ja den Lee noch nicht mal opfern. Na gut. Oh! So macht sie das. Das war schon ein gefährlicher Move, muss man sagen. Oh, shitty. Aber kriegen sie, ne? Die haben sie. Frage ist... Oh, wie viel kann... Xayah ist halt auch wahr... Xayah ist auch wahnsinnig fett, leider. Und da wird's schwierig. 11-2-4, wenn man die nicht rauskriegt, durch den richtigen Fokus. 33-27, das sieht nicht schlecht aus, aber wir haben es gerade gesehen. Miss Fortune, MF, warte immer etwas mit der Ult, bitte. Eventuell gucken halt, dass die Yasuo Windwall raus ist und dann kann man rein. Und vor allem, sie stand auch sehr weit vorne. Das heißt, wäre da jetzt eine Akali draufgesprungen, das hätte wehgetan. Oh, super schön. Super schön. Aber Lee ist da. Und Miss Fortune ist wieder tot. Aber sie macht das jetzt auf jeden Fall besser. Boah, heftig.
Komm schon, Lee. Na, kriegt er nicht mehr. Und gut, bei mir ist Flash raus. Dafür haben wir jetzt erstmal 30 Sekunden Ruhe von diesem fantastischen Jungler. Kali hier, okay. Gucken, ob ich sie hier noch abfischen kann. Leider nicht. Oh hier. Na komm, mein Süßes. Oh. Was, Darius ist AFK? Irgendwas stimmt. Oh, irgendwas hat da nicht gestimmt, ey. Oh, irgendwas hat da nicht gestimmt. Der stand irgendwie so anderthalb Sekunden AFK. Deshalb war ich mir nicht sicher. Ich bin erstmal den Schritt nach hinten gegangen. Und dann wieder nach vorne, als er sich dann bewegt hat. Hm, okay. Ein bisschen Magieresistenz. Ja, ist, denke ich, in Ordnung. Lee steht hier, um eventuell Baron zu stehlen. Wird aber, glaube ich, nicht nötig sein. Fünf mit werden wir gegangbankt. Ja, das kann sein, aber wir bräuchten halt eine gute. Oh! Eine gute MF-Ulti. So, ich wäre drin. Darius ziehen. Danke. Sehr gut. Bleiben wir mal schön dran. Oh, perfekt. Komm, will mir die Xayah holen. Will mir die. Ah! Oh, die Ulti tickt doch, aber es wird nicht reichen, ne? Hm. War Knock-Up. Schade. Die Miss Fortune, damit habe ich eigentlich gerechnet. Ich weiß, was der Thresh meint. Dass er sagt 5 gegen 5. Aber ich habe gehofft, so gerade wir hatten Taric raus. Und dann dachte ich, ja, wo sie ein bisschen low waren. Und ich habe sogar die Xayah da eigentlich ganz ordentlich gefokust. Also war kurz vor knapp, dass wir den Fight hätten gewinnen können. Und jetzt die Miss Fortune Ulti wieder in die Windwall. Krass. Da musst du ein bisschen aufpassen, MF. Auf jeden Fall. Mal so als kleiner Tipp, wenn du das Video siehst. Sonst geht da zu viel ins Leere. Gut. Drake. Drake, dann Inhib. Wir werden nicht verlieren, wenn wir den Drake haben. Und zwei sind. Oh ja! Oh, schön! Ob er die noch irgendwie kriegt? Der Kick. Schade, weggekickt. Und jetzt sind sie alle in Xayah drin. Hopp! Oh, ist das knapp! Ist das hier alles knapp? Ich brauche das Exhaust! Ja, es ist drauf! Das gibt's doch gar nicht! Mädel! Stirb, stirb! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein, ey. Bin einfach stumpf drauf zugelaufen. Hab sie exhausted. Ich meine, die Ulti ging auf sie. Die E kam noch hin. Die Xayah ist nicht mehr zu packen. 17-2-9. Jetzt der Unterschied machen die ADCs, obwohl man sagen muss eben, dass der Unterschied. Ich hab's halt nicht gesehen, aber der Lee hat viel dazu beigetragen eben. Zwei Tower haben wir dazu noch verloren. Wow.
Und der Tarik schreibt es genau richtig. Fuck off, no one touches her. Das macht er auch super. Er unterstützt sie, wo er nur kann. Ist es das GG? Es ist wirklich das GG. Also der Jungler hat in erster Linie einen super Unterschied gemacht. Und dann jetzt der ADC. Da kommst du nicht ran. Mordekaiser trotzdem mehr Kills als Devs. Ich bin ganz zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich bin raus. Ich bin euer Tomek. Macht's gut. Ciao, ciao.